Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspieler und Zwergenfreunde, zu Legend of Grimrock 2. Ja, erstmal vorweg entschuldige ich mich für den fehlenden Ingame-Sound der letzten vier Folgen. Ich hatte da was falsch eingestellt bei meinem Aufnahmeprogramm, deswegen tut's mir leid. Aber ihr habt ja zum Glück nicht so viel verpasst, weil es ja nichts. Naja, okay. Also ihr habt hauptsächlich Kampfgeräusche und Bewegungsgeräusche und sowas verpasst und vielleicht die Intro-Musik. Aber gesprochene Texte und so gab es ja nicht wirklich. Außer vielleicht mal, wenn einer von meinen Chars einen Hit kassiert hat. So, mal ganz kurz gucken. Ich muss ja auch immer dran denken, dass meine Chars ja jetzt zwei Waffensets haben. Also kannst du vielleicht noch die Darts in die andere Hand nehmen, dass du nicht immer deine Schusswaffe benutzt, weil Munition ist ja rar gesät. Tarion. Ja, Tarion, mein Magier mit der Knarre. So, jetzt wollen wir aber erstmal wieder in den Wald zurück. Also in das Gebiet hier. Und in den Dungeon da hinten. Und uns nochmal mit dem Skelettkrieger anlegen. Und ich habe vergessen, die Fackel abzulegen. So. Ich frage mich, ob es hier Respawn gibt. Das kann ja gut angehen. Jetzt, da wir hier so ein Open-World-Gebiet haben und alles. So. Hier ist schon mal nichts. Und hier unten erwartet uns jetzt gleich wieder der böse Gegner. Ah ja, Fackel in die Hand ist die bessere Idee. Ja, und ich höre ihn rumlatschen. Da ist er auch schon. Okay, er hat uns nicht entdeckt. Wow, doch, er hat uns entdeckt. Wow. Ein Schaden. Wow. Ja, komm ruhig her. So, und weg mit dir. Hat er da einen Helm verloren? Ja. Du bist wahrscheinlich Heavy Armor. Gut. Die heben wir dann einfach mal auf. Und sammeln jetzt erstmal unsere ganzen Steine wieder ein, die wir verloren hatten. Liegt hier noch einer rum? Nö. Ein Stein fehlt uns, wir hatten fünf. Hier ist aber nichts. Hier auch nicht. Da unten ist der Tod. Da. Whitewood Vent. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch Card use. Okay, wir haben einen Zauberstab gefunden, den wir nicht benutzen können. Sehr schön. Das heißt, wir haben keinen Magiebegabten. Tja. Das dürfte dann recht interessant werden. Eine Frostbombe. Und ich höre hier hinten noch was rumlungern. Erstmal haben wir hier noch eine Echse am Stock. Ja. Im ersten Teil gab es Maden am Stock. Übrigens. Und hier war irgendwo der Knopf. Genau. Ist hier drin noch ein Knopf? Nein. Okay, Secret gelöst. Was haben wir hier noch? Scroll of Ice Charts. Und einen runden Schlüssel. Requires Water Magic, Earth Magic. Ach, braucht man da überhaupt, wahrscheinlich überhaupt einen Skill, um Magic benutzen zu können? Und ja, die Geräusche hier machen mich etwas nervös. Da werde ich ihm wahrscheinlich Water Magic mal einen Punkt beim nächsten Level abgeben, um zu sehen, ob er irgendeins dieser Sprüche dann benutzen kann. Was ist das? Scroll of Pison Bolt. Mhm. Also der hier bräuchte Earth Magic, Scroll of Poison Cloud. Da gebe ich im nächsten Runde mal Poison, weil für Ice Shards, wo ist es denn, brauche ich Water und Earth Magic. Ja, okay.
Und zwar werde ich dann gucken, dass ich vorher abspeichere, bevor ich sein Level abmache. In der Hoffnung, dass er dann den Stab benutzen kann, weil sonst wäre das Ganze ziemlich sinnlos. Dass ich ihn sozusagen zaubern und schießen lasse. Und es wird wieder dunkel. So, das heißt, es geht jetzt in dem dunklen Wald. Da hinten leuchtet was. Hier lang weiter, oder? Und ja, beim Rennen ist mir aufgefallen, ich habe hier unten ein Eck vergessen, aber da dürfte ja nichts Interessantes sein. Hier ist sonst nichts zu finden. Also wagen wir uns mal. Hier weiter. Ich will ja nichts sagen, aber das hier sieht doch etwas unheimlich aus. Hier könnten wir uns durchhauen durch den Dornbusch. Das will ich aber erstmal nicht. Die Tür ist durch den Kristall da zum Öffnen. Und hier würde es dann halt noch weitergehen durch noch so einen Dornbusch. Ja, da hinten sehe ich schon wieder Ents rumlatschen. Den Stein kann ich nicht aufheben. Schade. Das sieht immer so ein bisschen danach aus, als ob man die aufheben könnte. Okay, ich glaube, ich gucke als erstes mal in diesen unheimlichen Tempel. Ja, Atmosphäre. Hier ist schon mal nichts. Und hier leuchten mich die Augen an. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Rückzugspunkt, um zu rasten. Hallo. Bringe uns vier Edelsteine der Kraft, um sie zur Essenz der Elemente zu verschmelzen. Nicht alle Edelsteine liegen unter dem Himmel. Einige sind tief im Untergrund vergraben. Höre her, Reisender in der Dunkelheit. Nimm dich in Acht vor den elementaren Schreinen. Häuser des Lichtes. Nun umfunktioniert von den Meistern der Insel. Die Schreine enthalten die Schlüssel deines Überlebens. Besuche alle von ihnen und tu, was die Steinphilosophen verlangen. Und dann werden sie dir einen Weg nach draußen gewähren. Wenn es das ist, was du dir am meisten wünscht. Dies ist der Elementarschrei des Feuers. Feuer ist die Rune der Stärke, des Magmas und der Hitze. Nordwestlich ist die Kraft des Feuers am stärksten. Okay. Also ich nehme mal an, wir müssen jetzt Edelsteine sammeln, die in Schreinen versteckt sind. Und dazu, okay, das ist schon mal Munition versteckt. So, müssen wir vorsichtig sein auf jeden Fall. Jetzt sind wir hinter dem Schrein. Ein Pilz. Locked. Du hast Lockpicks, oder? Irgendwer hat Lockpicks. Unlocked. So. Stiefel. Lightning Rod. Requires Concentration. Ist das ein Skill? Concentration. Increase your energy. Ja, das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und ich habe schon wieder was gehört.
Ah ja. Hi Kumpel. Au. Wow. Haha. Autsch. Ich hasse die Kämpfe gegen die, weil die so gut cheaten können. So. Level-Ups, okay. Was hast du hier versteckt? Nichts. Okay, Level-Ups. Skills hätte ich gerne bei dir mal leichte Waffen, nicht leichte Waffen, Rüstung. Damit du die schon mal tragen kannst und die weitergeben kannst und das dann weitergeben kannst. Und hey, neuer Heilpilz. Das wollte ich mir eh noch mal durchlesen. Das Essen mal weg von ihm zu ihr. Okay, sie. Skills. Was wollte ich ihr geben? Accuracy wollte ich auf jeden Fall ihr mal geben, dass sie im Notfall von hinten mit einem Dolch angreifen kann. Deswegen kriegt sie auf jeden Fall nicht Concentration. Ich würde ihr gerne Critical? Was habe ich ihm gegeben? Ah, Light Weapon. Ihr nochmal Heavy Weapon geben oder auch Armor? Auch Armor, würde ich mal sagen. So. Obwohl Heavy Weapon wäre besser gewesen. Da würde ich langsam in Richtung von dem Ding kommen. So, du. Du, Accuracy. Und bei dir heben wir das jetzt mal kurz auf. Auch wenn das jetzt, ja. Komisch ist, was ich gerade gleich machen werde. Aber ich will jetzt kurz zurückgehen zum Kristall, zum Speicherkristall. Der liegt in der Richtung. Wow, die Insel hat echt eine bedrückende, gruselige Atmosphäre, wenn es dunkel ist. So, hier geht's zurück. An den Strand. Kristall leuchtet noch, da können wir uns da auch kurz heilen. LP006. Ja, gut, das war jetzt ein kleines P, egal. Und jetzt würde ich gerne dir Erdmagie geben. So, kannst du jetzt Stab benutzen? Nein. Das ist wiederum nicht so toll. Und den da kannst du allgemein nicht benutzen, hä? Requires Concentration Shock Special Attack. Lightning Rod. Okay. Ich lade mal kurz neu. Dumm laden. Und dann gucke ich mal, was passiert, wenn ich ihm eins in Concentration gebe. Und wenn ich kriege den Firearms. Also Skills, Concentration. Obwohl, halt, ich habe ja was nicht ausprobiert. Nochmal Earth Magic, bitte. Earth Magic. Nein, das hat nichts gebracht. Also so viel zum Thema mit Barehanded. Oh, Protection und Vitality. Die kannst du mal anziehen und du kriegst die Sandalen. Habe ich sonst noch irgendwas Interessantes? Nee, ich wollte eh neu laden.